eröffnet haben wir unsere zweite Konzerthälfte mit dem Beatles-Medley Abbey Road und Jens Wagner. Auf ihrem Album Abbey Road aus dem Jahr 1969 befanden sich die Beatles zwar schon fast am Ende ihres meisterlichen musikalischen Weges durch die Swinging 60s, komplettierten ihr tönendes Vermächtnis allerdings noch mit einer Reihe grandioser Songs. Ein Medley von Liedfragmenten aus Golden Slumbers, Carry That Weight und The End führte zu dem Medley, das Sie gerade gehört haben, in Beatles-typischer Manier. Auch eine typische Manier hat Islands extravaganteste Popkünstlerin Björk, der exzentrische Paradiesvogel mit der außergewöhnlichen Stimme. 1995 hörte Björk im Tourbus auf ihrer damaligen Tour den Song It's Oh So Quiet der amerikanischen Sängerin Betty Hutton aus dem Jahr 1951, der übrigens zurückgeht auf das deutsche Lied Und jetzt ist es still von Horst Winter aus dem Jahr 1948. Björk nahm den Song einfach mal so auf, um der Crew ihrer damaligen Tour für die Tour zu danken. Worum es geht in diesem Song? Vielleicht hilft ein kleiner Auszug aus dem Text. Es ist so schön still, so ruhig und friedlich, angenehm. Alleinsein hat auch etwas für sich. Und dann zing, boom, du hast dich wieder mal verliebt und der Himmel bricht über dir zusammen. Du warst noch nie so verrückt nach einem Kerl. Du weißt nicht, ob du lachen oder heulen sollst. Du zerbrichst dir den Kopf und dann das Herz. Bis dann wieder alles vorbei ist und schön ruhig. Viel Spaß jetzt mit dem Oho und Anne Müller. It's
Ich erzähle euch jetzt mal Geschichte. Da war mal ein Lüsschen, Blümchen hat es verkauft auf der Straße. Ach, es hat nicht viel verdient. Es hat hin und vorne nicht zum Leben gelangt. Zumal es auch noch sein Vater mit durchgeschleppt hat. Wobei der hat das Geld, was am Lüsschen abgeknöpft hat, sowieso nur mit seinen Saufkumpels auf den Kopf gehauen und hat sich so das Leben schlawinert. An einem Abend, Lissi war mal wieder mit der Blume unterwegs, kommt so ein feiner, schnöseliger Sprachprofessor bei ihm vorbei, hat's gehört, wie es gerade gescholl hat, und hat sich etwas lustig gemacht, weil es nicht richtig Schwätze tät und ob dann Kenner de Leid beibringen könnt, wie man ordentlich redet. Lissi hat das zu denken gehabt. Es hat ja auch nicht viel gewollt im Leben. Ein warmi Boot hätt's gern gehabt, vielleicht ab und zu was zu schnäke. Und sein großer Traum war ein eigenes Blumengeschäft. Und deshalb ist es am nächsten Morgen hin zu dem schnöseligen Professor und hat gefragt, ob er im Sprachunterricht gern tät. Er hätt doch gesagt, von wehe, ne, richtig Schwätze lerne. Ausgelacht hat er's. Da war noch so feiner Pinkel bei ihm im Haus. Eine Wette haben die zwei sogar abgeschlossen, ob es möglich wäre, in 6 Monaten eine feine Dame aus ihm zu machen, die sich benimmt wie eine Herzogin und auch so Schwätze tät. Aber im Lissi war es egal. Es hat sein Traum gehabt und ist beim Inn gezogen. Und was soll ich euch sagen, da ging es erst richtig los. Oh Jesus, nee. Jeden Tag stundenlange Sprachübungen. So komische Sätze hat es sagen müssen, wie es grün zu grün, wenn in Spanien die Blüte blieh und also fuppes. Aber es hat es durchgezogen. In feine Kleider hat das gesteckt. Auf so komische Gesellschaften hat das mitgenommen. Zum Pferderennen. Es hat nur über das Wetter und über die Gesundheit schwätzen können. Naja, ihr könnt euch schon vorstellen, es ist total in die Buchs gegangen beim ersten Mal. Aber es wurde besser. Von Stunde zu Stunde, von Tag zu Tag, von Woche zu Woche. Von Monat zu Monat, bis am Ende der 6 Monate und nach bestandener Prüfung eine selbstbewusste junge Dame das Haus des eingefleischten Junggesellen Professor Higgins verließ, der dann erst merkte, ich bin gewöhnt an ihr Gesicht. Dem Wiener Frederick Loewe gelang es 1956 zusammen mit seinem Librettisten Alan J. Lerner aus der Gesellschaftskomödie Pygmalion von George Bernard Shaw eine Musiktheaterbearbeitung zu machen. My Fair Lady gehört heute zu den populärsten Musicals überhaupt. Mit mehr als 2700 Vorstellungen lief kein anderes Musical so lange am Broadway. Seine Melodien gingen um die Welt und wurden zu Evergreens. Thank you.
Sie wundern sich sicher, warum wir hier oben so viel Wind machen. Wir versuchen, die Wolken da hinten zu vertreiben. Aber ich hoffe, es ist hier in Ormesheim wie immer für alle Nicht-Ormesheimer. Es gibt hier ein geflügeltes Sprichwort: In Ormesheim gibt es viel Wind und kein Rain. Ich hoffe, das stimmt heute Abend auch. Streitthema Nummer 1 in Mehrfamilienhäusern ist sicherlich ganz oft der Lärm. Von oben, von unten, von nebenan. Die Quellen für Lärm und Geräusche können dabei vielfältig sein. Auch gehen die Meinungen über die Art des Lärmes sicherlich weit auseinander. Findet die Nachteule lauten, fetzigen Jazz kurz nach Mitternacht überaus erquickend? Mag der Frühaufsteher lieber Koloratursopranarien morgens, bevor die ersten Hähne krähen? Der Song The Girl in 14G der amerikanischen Schauspielerin und Sängerin Kristin Chenoweth basiert auf eigener Erfahrung. Als sie nach New York umgezogen war, konnte sie wegen des Lärms in ihrem Haus und der lärmenden Nachbarn oben drüber und unten drunter nicht einschlafen. Sie erzählt dann aber, wie sie letztendlich diese lärmenden Nachbarn doch zum Schweigen bekommt. Von ihren Erfahrungen mit lauten Nachbarn in Paris erzählt uns gleich unser Mädchen aus Apartment 14G, Marilyn Giltemann. Kennen Sie den? Angeklagter, Sie haben Ihrem Nachbarn die Geige gestohlen. Warum? Sie können doch gar nicht Geige spielen. Ja, schon, Euer Ehren, aber mein Nachbar halt auch nicht. Arrivée à Paris, je n'arrivais pas à dormir. Et vous savez pourquoi? Trop de bruit. Les gens crient, ça klaxonne dans la rue, et surtout quand on emménage, on découvre ses nouveaux voisins. Bel appartement, 16e arrondissement, si calme et si paisible, un paradis pour une petite souris. Mais restons discrets sur le prix. Pas d'animaux, pas de soirée. Personne pour vous déranger. Assise à la fenêtre, je m'aère la tête. Moment parfait pour s'évader. Je pense à mon bien-aimé quand j'entends. Elle chantait comme ça, comme si Nathalie Dessay vivait sous mes pieds. Une matinée à écouter Mozart ou nos Verdi et Forêt. C'est pas mon genre d'élever la voix.
courage et dis-le. Stop. Wenigen Auserwählten gebührt die Ehre, den Soundtrack für einen der ikonischen James-Bond-Filme aufnehmen zu dürfen. James-Bond-Filme zeichnen sich nämlich insbesondere durch eine gewisse, wie man so schön neudeutsch sagt, Oldschool-Dramatik, aber auch einen Hauch von gefährlicher Romantik aus und fühlen sich für die Hörer fast wie einen geschüttelten, nicht gerührten Dirty Martini an. Solch einem Lied seine Stimme zu verleihen, ein Privileg. Im Lauf der vergangenen 60 Jahre erlebten wir Bond-Titel von Pop-Ikonen, Jazz-Acts bis hin zu Rockstars. Einige überzeugend, andere eher weniger und trotzdem alle Meilensteine der Popkultur. Hören Sie nun die Titelsongs aus den Filmen Goldfinger in tödlicher Mission, Lizenz zum Töten, GoldenEye, Skyfall, die durch namhafte Sängerinnen wie Shirley Bassey, Sheena Easton, Gladys Knight, Tina Turner und Adele weithin Erfolge feierten. Und Anne Müller wünschen wir jetzt einen ebensolchen Erfolg.
such a cold finger. Tries to make a move on you.
Thank you.
Seinen italienischen Großvater wäre der kanadische Sänger Michael Bublé heute vielleicht ein anderer. Er war es nämlich, der in seinem Enkel die Leidenschaft für die Musik und den Traum von einer Gesangskarriere weckte. Mit der Unterstützung seines Großvaters nahm Michael Bublé an Talentwettbewerben teil, hatte Auftritte in Musicals und nahm sogar einige wohlgemerkt selbstfinanzierte Alben auf. Doch seinen großen Durchbruch verdankt Michael Bublé, wie es im Leben häufig so ist, einem Zufall. Er verdiente sich sein Geld als Hochzeitssänger und sang an diesem schicksalshaften Tag auf der Hochzeit der Tochter eines bekannten kanadischen Politikers. Unter den zahlreichen Gästen war auch David Foster, mehrfacher Grammy-Gewinner und Produzent.
Dieser war so angetan von Michaels Performance, dass er ihn nur kurze Zeit später unter Vertrag nahm. Und das war der Beginn einer sagenhaften Erfolgsgeschichte. Hören Sie nun Jens Wagner mit drei der bekanntesten Latin-Hits von Michael Bublé, nämlich Sway, Cuando, Cuando, Cuando und It Had Better Be Tonight. Dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have that magic technique. When we sway, I go weak. I can hear the sound of violins. Longer before it begins, make me feel it's only you know how. Sway me smooth, sway me now. Dancers may be on the floor, near but my eyes will see only you. Only you have that magic technique. When we sway, I go weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill so you know how. Sway me smooth, sway me now. When marimba rhythms start to play, dance with me, let me sway. Like the lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway. Please don't make me wait again.
say yes to me. Tell me cuando, cuando, cuando you mean happiness to me. All my love, please tell me where. Every moment a day. Every day seems a lifetime. Let me show you the way to joy beyond compare. I can wait a moment. Tell me quando, quando, quando. Just say it to me that you would all. And then, darling, tell me gonna kiss me. It had better be tonight while the mandolins are playing and stars are bright. If you've anything to tell me, it had better be tonight, or somebody else may tell me and whisper the words just right. Questa sera, baby, go, go, go. Or as we natives say, fa subito. If you're ever gonna hold me, it had better be tonight, or somebody else may hold me. They might make me feel just right. Yes, stasera, baby,
to be true. For this poor American who knows a little of your speech, be a nice Italiana and start to teach. Lovers hold each other so tight, but I want you, sweet Pazana, that it had better be tonight. Meglio stasera, baby, go, go, go. Or as we natives say, wir würden uns jetzt gerne ganz viele Vorhänge abholen. Ich glaube, wir schauen, dass wir ganz, ganz zügig weitermachen. Jetzt bekämen normalerweise Blumen. Die Blumen machen wir hinterher für unsere Solisten. Dankeschön nochmal an alle unsere Solisten. Die haben das super gemacht. Und ich weiß, dass Sie uns gerne noch ein paar Vorhänge geklatscht hätten, aber wir machen dann jetzt direkt unsere erste Zugabe, in der können Sie auch alle 6 Solisten noch einmal hören. Test.